Und damit heiße ich euch willkommen zurück auf dem Kanal von Black Crystal LP zu einer neuen Folge vom Mittelerde Fight Club. Das ist die Folge, die eigentlich hätte gestern kommen sollen. Für heute wäre es normalerweise die letzte Folge, aber ich spiele mit dem Gedanken, heute noch Folgen zu machen. Also mal sehen, ich bin mir noch unsicher. Es ist wieder eine Folge mit einem Zweikampf, den ich sehr bekannt finde, was heißt bekannt, den ich sehr gut finde. Und ich hoffe, die Folge kommt genauso gut an wie die bisherigen, oder zumindest die meisten. Beide Figuren in diesem Zweikampf sind zumindest in gewisser Weise Bestien. Und beide hatten wir schon mal in anderen Konstellationen, in anderen Kämpfen. Und zwar dachte ich hier an einen Zweikampf zwischen dem Hautwechsler Beorn und einem Orlok. Also einem der Trolle, die als Gruppe Olokai heißen. Der einzelne ist ja der Orlok. Wir fangen wie immer alphabetisch an, also mit Beorn. Beorn ist eine Figur, die nur im Hobbit vorkommt. Es ist ein sehr großer Mensch. Wie groß genau, weiß ich zumindest aus dem Kopf her nicht, aber es ist bekannt aus dem Buch, dass Bilbo ganz bequem zwischen seinen Beinen durchgehen konnte, ohne auch nur seine Kleidung zu berühren. Er trägt ein Leder, nicht Wams, aber so einen ledernen Rock oder einen Überwurf. Bewaffnet ist er mit einer Holzfäller-Axt, aber wie die meisten sicher wissen, er ist ein Pelzwechsler. Er hat die Macht, sich in einen großen Bären zu verwandeln. Und ja, kämpferisch tritt er einmal in Erscheinung, und zwar in der Schlacht der Fünf Heere. Und dort ist er eine Bestie. Er greift ein, weil die Schlacht sehr schlecht steht. Ursprünglich waren es ja Elbenmenschen und Zwerge gegen Orks und Waage. Später kamen die Adler dazu. Aber selbst mit den Adlern wären die vereinten freien Völker unterlegen gewesen. Und dann kam Beorn alleine und in Bärengestalt. Und ja, im Buch wird schön gesagt, er ist da wie ein Donnerschlag über die Orks hereingebrochen. Keine Waffe hat wirklich gegen ihn was genützt. Er hat den Ork-Anführer Bolg zerquetscht und ist allgemein über die hinweggefegt, als wären sie nichts. Er hat da absolut einen Berserker-Rausch gehabt. Und davor trifft man ihn mal als Mensch in guter Laune, nämlich wo die Zwerge, also Thorin und Company, Gandalf und Bilbo, beim Karok ankommen. Dort merkt man, dass Gandalf, der große Istari, vor Beorn vielleicht keine Angst hat, aber zumindest Respekt, weil er die Zwerge warnt, dass sie nur in zwei Gruppen kommen sollen, weil er viel Besuch nicht gewöhnt ist. Er lebt eigentlich alleine mit ein paar Tieren, mit denen er auch spricht. Und weil er eben sehr schnell wütend werden kann, was wirklich heftige Folgen hat. Woher er genau kommt, gibt es zwei Theorien. Einmal gibt es die Theorie, dass er abstammt von den von den Bären des Gebirges, ehe die Riesen kamen. Die andere Theorie ist, dass er ein Mensch, also von den Menschen abstammt aus Rovanion, die vertrieben wurden oder die dort gelebt haben, bevor ihm das Böse aus Dol Guldur zum Beispiel, also aus dem Lüsterwald oder allgemein die Orks kamen. Im Film ist es ja nochmal uneindeutiger, da heißt es auch unter anderem, dass seine Sippe versklavt wurde von Azog. Interessant ist, dass er weder im Film noch im Buch Zwerge sonderlich mag. Im Buch ein bisschen mehr, aber wirklich mögen tut er sie nicht. Am Anfang ist er auch sehr misstrauisch, was gut ist oder was passt, wenn man bedenkt, dass er eigentlich alleine lebt. Und ja, er ist ein reiner Vegetarier, er isst kein Fleisch, hauptsächlich Honig, deswegen hat er weite Bienenstöcke angelegt, aber auch allgemein Sahne, viel Brot, Käse glaube ich auch. Und ja, viel mehr gibt es über Beorn kämpferisch nicht zu sagen. Wie gesagt, die genaue Größe ist unbekannt, aber Bilbo konnte, ohne nur seine Kleidung zu berühren, bequem zwischen den Beinen durch. Also er ist groß. Im Film überragt er Gandalf und das als Mensch. Als Bär ist er nochmal größer. Da sieht man im Film auch ein sehr schönes Bild von ihm in Bärengestalt, weil da läuft das Ganze ein bisschen anders ab mit dem ersten Treffen.
Ja, der Uruk auf der anderen Seite ist, wie gesagt, ein Troll. Die Urukai sind ein spezielles Trollvolk, das im späten dritten Zeitalter aufgetreten ist. Und zwar nur einmal im Düsterwald bei Dol Guldur und einmal in Mordor. Von Sauron gezüchtet, mit Hilfe von magischen Experimente. Was er genau gemacht hat, ist unbekannt. Aber die Urukai haben ein paar Vorteile. Sie sind zum Beispiel ein Trollvolk, was im Gegensatz zu den meisten Trollen etwas schlauer ist, was einfache Taktiken verwenden kann. Sie sprechen die schwarze Sprache, also sie können theoretisch kommunizieren. Ich sage theoretisch, weil die schwarze Sprache verstehen natürlich eigentlich nur Sauron, Nazgul oder andere schwarze Numenora, der Saurons Mund zum Beispiel. Aber jetzt für die Menschen des Westens wäre die schwarze Sprache natürlich völlig unbekannt. Deswegen sage ich theoretisch. Und das Wichtigste bei den Urukai ist, dass sie im Gegensatz zu allen anderen Trollen nicht zu Stein bei Tag werden. Dass sie das Sonnenlicht problemlos aushalten, ähnlich wie bei den Urukai zu den Orks. Bei einem Uruk ist die Ausrüstung natürlich schwierig. Da gibt es verschiedene. Es gab, im Film sieht man zum Beispiel verschiedene. Da gibt es die Urukai, die die Katapulte bedienen, die jetzt nur eine Lederkappe haben und sonst, ja, hin und wieder Steine, also die halt wirklich nur fürs Katapult da sind. Es gibt welche, die zum Beispiel die Rame Grond schieben oder das Tor, das schwarze Tor aufschieben. Und dann gibt es aber auch auf der anderen Seite die Kampftrolle, zum Beispiel beim Tor von Minas Tirith mit richtig fetten Hämmern und fetten Rüstungen. Und deswegen gehe ich bei diesem Matchup von verschiedenen Varianten aus. Also einmal gehe ich von einem Uruk aus, der halt keine Rüstung trägt. Und einmal gehe ich von einem Uruk aus, der eine Rüstung trägt. Genauso bei Beorn. Einmal eben ein Beorn als Mensch und einmal ein Beorn als Bär. Viel mehr ist über beide kämpferisch nicht bekannt. Über die Urukai ist allgemein nicht so wahnsinnig viel bekannt. Und bei Beorn, wie gesagt, er kommt halt nur einmal kämpferisch vor, wo er wirklich die Schlacht entschieden hat, und zwar alleine, wo er wirklich eine totale Bestie war, die nichts aufhalten konnte. Aber ein Troll ist natürlich ein anderer Gegner als ein Ork. Das darf man natürlich nicht vergessen. Was noch die Größe von den Urukai angeht, ist auch vielleicht interessant, weil die Menschen von Gondor haben sie für Riesenorks gehalten. Die wussten natürlich nicht, was sie da vor sich haben. Was irgendwie darauf hindeutet, dass die Urukai kleiner sind als normale Trolle. Aber an anderer Stelle hört man auch, dass die Urukai genauso wie alle anderen Trolle riesig sind und mit schuppiger Haut versehen sind, also eigentlich quasi schon eine natürliche Rüstung auch haben. Und ja, deswegen weiß man jetzt von beiden nicht genau die Größe. Ich gehe jetzt einfach von einem Filmtroll aus, ich gehe auch vom Film Beorn aus. Machen wir erstmal ein normaler Mensch Beorn gegen einen Uruk ohne Rüstung. Wie gesagt, der Troll ist trotzdem gepanzert durch seine, also was heißt gepanzert? Er hat eine natürliche Rüstung durch seine schuppige Haut. Beorn hat eine Holzfäller-Axt. Und zwar eine mit zwei Händen geführte. Deswegen eine sehr große, die sehr viel Schaden austeilen kann. In diesem Fall würde ich ehrlich gesagt Beorn den Sieg geben. Warum? Weil der Troll, meine ich, langsamer ist als Beorn, egal ob als Mensch oder als Bär. Und ohne Ausrüstung ist, glaube ich, der Troll dem Pelzwechsler unterlegen. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Wie gesagt, die Tageszeit spielt in dem Fall keine Rolle. Und beide sind Wesen, die unfassbar viel Kraft haben. Ich meine, wie gesagt, Beorn fetzt bei seinem Kampfeinsatz, aber als Bär muss man wissen, als Bär Orks und Waage weg, es wird wirklich beschrieben, als wären sie Grashalme. Und ja, die Trolle, was die für eine Kraft haben, sieht man im Film genug. Wie gesagt, die schieben Grond, sie heben riesige Steine hoch, wo sie die Katapulte beladen, sie sind die armen Schweine, die das schwarze Tor öffnen und schließen, die haben Kraft ohne Ende. Also ich glaube, es gibt fast nichts, was einem Troll kraftmäßig wirklich das Wasser reichen kann. Vielleicht über lange Sicht, aber Ausdauer dürften auch sowohl Beorn als auch der Troll verdammt viel haben. Deswegen, also unbewaffnet würde ich Beorn den Sieg geben, weil unbewaffnet würde ich dem Troll höchstens Steine als Waffe geben. Und ich glaube, selbst wenn er Steine werfen kann, dass Beorn schnell genug ist, den auszuweichen. Das wird kein kurzer Kampf, weil der Troll eben so eine feste, schuppige Haut hat.
aber da würde ich Beorn den Kampf gehen, den Sieg geben. Beorn als Mensch gegen einen Troll mit Rüstung und Waffe wird schon schwerer, weil da hat der Troll neben seiner schuppigen Haut nochmal eine fette Rüstung, kann deswegen noch mehr einstecken, ist natürlich ein bisschen langsamer als ohne Rüstung, ist klar, und hat halt eine Waffe. Und man hat die Hämmer gesehen im Film. Das sind keine kleinen, süßen Hämmer, wo man Nägel reinhaut, sondern das sind Hämmer, womit man Menschen und wenn es da gegeben hätte, auch Pferde wegschlägt, als würde man Golf spielen. Und dementsprechend, da er die Kraft hat. Und klar, Beorn wird jetzt nicht so einfach fallen wie jetzt ein Gondora, der halt gerade das Pech hat, vor diesen Hammer zu kommen. Aber da wird es schon schwerer. Auch da würde ich insgesamt Beorn den Sieg geben, weil der Troll einfach geschwindigkeitsmäßig eingeschränkt ist durch die Rüstung, durch die Waffe. Und ich Beorn mehr Kampferfahrung zutraue. Der lebt schon sehr lange. Der ist es gewohnt, mit Orks und Wagen umzugehen. Mit Trollen zwar nicht unbedingt, aber naja, wie heißt es, schöne Übung macht den Meister. Deswegen würde er gegen Trolls nicht allzu schlecht abschneiden zumindest. Er lebt ja auch alleine auf seinem Hof, von den Tieren abgesehen. Das bedeutet, er weiß, wenn er mal angegriffen wird, dass er dann nicht auf Unterstützung hoffen kann, sollte, sondern halt selber das Problem lösen sollte. Deswegen, ich traue ihm sehr viel Kraft und sehr viel Disziplin bei Selbstverteidigung zu. Und der Troll, ja, die Ulukai sind halt komplett von Saurons Willen beherrscht. Deswegen sind die auch untergegangen, als Sauron vernichtet wurde. Ähnlich wie bei den Nazgul. Die waren ohne Sauron nicht überlebensfähig. Aber da wir in dem Matchup davon ausgehen, dass Sauron existiert, ist der Troll sehr wohl lebensfähig und deswegen ein schwerer Gegner. Aber wie gesagt, in Menschenform würde ich Beorn in beiden Fällen einen knappen Sieg zugestehen. Wenn wir jetzt von der Bärenform ausgehen, als Bär ist natürlich Beorn schneller, hat Krallen und Zähne und ist nochmal ein bisschen größer, ein bisschen kräftiger. Aber da würde ich eher zum Olokai tendieren, und zwar zum Olok tendieren. Und zwar sowohl mit als auch ohne Rüstung. Aus einem ganz einfachen Grund, schon ohne Rüstung, also wie gesagt nur mit der Haut, hat der Troll eine unfassbar dicke Haut. Wir wissen es aus dem Buch aus Moria, wo Boromir mit dem Schwert auf einen Höhlentrollfuß haut und keinen Schaden macht. Die Klinge hat eine Scharte und fällt aus seiner Hand. Letztendlich wird der Troll doch verwundet, aber nur durch Frodo mit Stich, was immerhin eine elbische Klinge war. Wenn ein normales Schwert nicht durchkommt, dann kommen auch keine Krallen und Zähne durch. Ich glaube, es ist nicht so, dass ich Beorn nichts zutraue. Wie gesagt, er hat Bolg zerquetscht als Bär. Das heißt, er hat Kraft ohne Ende. Ich glaube aber, dass er so, ich könnte mir höchstens so vorstellen, dass er den Olok anspringt. Es gibt ein paar Schwachstellen beim Olok, beim Körper. Die Weichteile zum Beispiel wird im Buch beschrieben oder halt auch gerade Gesicht und Hände, was halt nicht ganz so in Anführungszeichen gepanzert ist, was Angriffspunkte wären. Aber ich glaube halt, Beorn kommt da nicht dran. Ich glaube halt, der Troll wird ihn packen und wegwerfen. Und mit Rüstung hat er dann einfach keine Schwachpunkte mehr. Da sind die wenigen Schwachpunkte, die er hatte, noch gesicherter, noch schwerer zu erreichen. Und da hilft halt Beorn als Bär, finde ich, glaube ich, auch die Geschwindigkeit nichts, weil der Troll ist robust ohne Ende. Der hält ewig durch. Egal, was von vier Szenarien man nimmt, es wird ein langer Kampf werden. Beide haben ewig Ausdauer, beide werden ewig lang kämpfen. Und es ist echt knapp. Aber wie gesagt, als Mensch würde ich Beorn den Sieg geben. Als Bär würde ich dem Olok den Sieg geben. Ist vielleicht ein bisschen komisch, weil der Bär ist eigentlich Beorns stärkere Form. Aber halt auch die Form, die ein bisschen, wie soll ich sagen, ich für ein bisschen verletzlicher halte, weil das Fell schützt nicht unbedingt. Gut, seine normale Kleidung auch nicht. Aber Krallen und Zähne gegen eine Holzfäller-Axt, da finde ich halt die Holzfäller-Axt irgendwie eine effektivere Waffe gegen einen Troll. Und gerade weil Beorn so in Rage war, das sehe ich auch als Schwäche von ihm. Gerade weil er so in Rage war, dass er genau deswegen vielleicht weniger Kontrolle hat, weniger nachdenkt. Wie gesagt, ein Olok ist nicht so dumm wie ein anderer Troll. Er kann Taktiken entwickeln
Und ich traue Beorn in Bärengestalt nicht zu, eine Taktik zu fahren. Ich glaube, dann wütet er einfach nur. Zumindest wurde er so beschrieben bei der Schlacht von Fähre. Und deswegen glaube ich quasi letztendlich an Unentschieden. Was nicht heißt, dass ich mir da sicher bin. Ich bin absolut unsicher, was dieses Ergebnis angeht, weil, wie gesagt, das Matchup ist in meinen Augen schwer zu entscheiden und sehr interessant, weil es halt wirklich zwei Gegner sind, die wirklich, deswegen habe ich auch gesagt, zumindest teilweise Bestien, weil der Troll ist sowieso ein Monster und Beorn ist zumindest als Bär ein Monster und als Mensch kommt es darauf an, was er für eine Laune hat. Er kann ja sehr schnell mürrisch werden, wütend sowieso. Wenn er gute Laune hat, dann soll er sehr ein prachtvoller Kerl sein, laut Gandalf, aber im Kampf wird er keine gute Laune haben. Deswegen, das werden zwei Monster sein, die aufeinander losgehen. Und ja, ich wäre gespannt, wie immer, was ihr dazu meint. Was ihr denkt, wer die Oberhand hat oder ob ihr da eher in meiner Richtung geht. Könnte auch wieder sein, dass ich ein paar Sachen vergessen habe, weil ich die Folge jetzt eher schnell mache. Und genau, ich danke wie immer fürs Zuschauen. Später kommen eventuell noch Folgen, wie gesagt. Aber jetzt schauen wir erstmal. Jetzt schauen wir erstmal, wie der Tag noch verläuft. Ich bin halt deswegen am Überlegen, ob ich noch Folgen mache, weil vorher bei den dreien Assassin's Creed lief, wie gesagt, quasi gar nicht. Da haben wir beim nächsten Mal auch nur 20 Minuten statt einer halben Stunde, weil wir Überlänge hatten. Und sowohl Battle for Westeros und Mass Effect liefen einigermaßen, aber bei Mass Effect habe ich zum Beispiel das Dechiffrieren oft verkackt. Bei Battle for Westeros sind wir heute auch oft gestorben. Deswegen, irgendwie waren die Folgen heute nicht so besonders. Vielleicht mache ich aus dem Grund noch welche. Aber mal gucken, mal gucken. Wir sehen uns auf jeden Fall spätestens morgen wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.